Guten Morgen zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 80. Treffpunkt Kulturmanagement mit dem Thema mit Daten das Booking revolutionieren. Wir freuen uns, dass ihr jetzt so langsam alle auch dazu schaltet. Und wenn ich wir sage, dann sind es zum einen meine Kollegin Christine Oswald und ich, Julia Jakob. Zusammen arbeiten wir in der Online-Redaktion von Kulturmanagement Network. Und zum anderen sind das aber auch Christian Henner-Fehr und David Rödler. Denn der KM-Treff ist seit 2010 ein gemeinsames Format von Projektkompetenz EU, der Start Conference und Kulturmanagement Network. Für das heutige Thema freue ich mich, dass wir Markus Fitzgerald als Referenten gewinnen konnten. Markus arbeitet seit 2001 als Konzert- und Festivalveranstalter, Künstlerberater und Manager und ist dabei eng mit verschiedenen Bands, DJs und Veranstaltern verbunden. 2012 gründete er das Booking-Portal Gigmit, das Künstler und Künstlerinnen mit Veranstaltern zusammenbringt und ist seitdem auch dessen Geschäftsführer. Einige treue KM-Treff-Zuschauer kennen Markus vielleicht auch schon vom KM-Treff, denn 2014 hat er in der 49. Ausgabe unserer Webinarreihe dazu bereits vorgestellt, wie das Booking-Management über Gigmit funktioniert. Seit 2017 initiiert er darüber hinaus auch verschiedene Projekte und Netzwerke, um Daten fürs Musikbooking nutzbar zu machen, womit wir auch beim heutigen Thema sind. Denn für euch als Musikschaffende wird es eben nach der Corona-Krise immer wichtiger sein, zu wissen, welche Daten ihr wie für eure Events zur Planung nutzen könnt. Das wird Markus euch jetzt verraten und auch im Anschluss natürlich auf Fragen und Anmerkungen eingehen, die ihr währenddessen auch gerne schon in den Zoom-Chat schreiben könnt oder auch im Facebook-Livestream. Genau, damit gebe ich jetzt das Wort an dich, Markus. Ja, vielen Dank für die Intro. Gute Geschichtsstunde auch für mich, mal zu sehen, wie lange das schon her ist, dass ich hier auch zu Gast war im KM-Treff. Vielen Dank für die Einladung auch. Die Möglichkeit, sozusagen unser neuestes Produkt und Angebot vorzustellen. Grundsätzlich natürlich ist mir sehr bewusst, dass das gerade auf eine total schwierige Zeit trifft. Auch ich sende aus dem Homeoffice und viele Veranstalter und Künstler sitzen zu Hause gefangen, weil sie gerade keine Veranstaltung machen können und entsprechend sicher auch andere Prioritäten haben als die Programmplanung jetzt für die nächsten Termine, die ja noch nicht mal klar sind, wann sie denn stattfinden werden, zu treffen. Nichtsdestotrotz haben wir eine Entwicklung gestartet, die in der Planung von weiteren neuen Veranstaltungen auch unterstützen soll. Und ich denke, dass es an der Stelle eine Chance ist, frühzeitig einfach die Informationen zu teilen, damit jeder, der, sobald es wieder losgeht und sobald man Termine planen kann, auch die Möglichkeit hat, die entsprechenden neuen technologischen Möglichkeiten zu nutzen, um dann auch vielleicht und hoffentlich noch besser Veranstaltungen und Termine planen zu können. Das mal vorhergeschoben, habe ich eine Präsentation mitgebracht. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, das klappt. Okay. So. Ihr könnt die Präsentation sehen. Ja, okay, super. Genau. Grundsätzlich zu Gigmit wurde ja schon ein bisschen was gesagt. Heute geht es vor allem darum, unsere neueste Entwicklung vorzustellen, Gigmit Fan Insights. Bei Gigmit Fan Insights beschäftigen wir uns mit Daten von Auftritten von Künstlern und was genau werde ich jetzt in den nächsten Slides vorstellen und vor allem eben, was das für einen Effekt hat auf die Konzertorganisation und auch den Verkauf von Konzerten. Kurz vorangestellt, wir haben das Projekt in dem letzten Jahr sehr stark weiterentwickelt und quasi jetzt in eine prototypische Form gegossen, das mit großer Unterstützung von der EU. Die EU hat ein Förderprogramm gestartet oder für eine Initiative, die heißt Music Moves Europe. Und in diesem Rahmen wurde in den letzten 2 Jahren und ich glaube noch dieses Jahr weiter
werden Projekte unterstützt, die so ein bisschen so einen Gedankenanstoß geben. Also es geht viel um Prototypenentwicklung. Und wir sind mit ausgewählt worden in diesem Rahmen und finanziell unterstützt worden, dass wir das auch überhaupt möglich gemacht oder dass das überhaupt möglich werden konnte. An der Stelle vielen Dank dafür. Und genau, ich würde jetzt einsteigen, mal mich mehr mit den Inhalten und Fragestellungen zu beschäftigen. Zuallererst der Hinweis, und das ist natürlich an niemanden vorbeigegangen, weil das ein ganz wichtiger, großer Entwicklungsschritt der letzten 10 Jahre war, dass Streaming einfach sich durchgesetzt hat als das Mittel, wie Musik konsumiert wird und bei jedem Konsumenten auch angekommen ist. Und selbst in Deutschland, was ja als Land bekannt dafür ist, immer ein bisschen später auf technische Trends aufzuspringen, hat mittlerweile Streaming die CD geschlagen und vom Markt sozusagen noch nicht verdrängt, aber zumindest zurückgedrängt und deutlich gemacht, sozusagen, wo die Reise hingeht. Und das hat halt einen ganz großen Unterschied schon ausgelöst in der Art und Weise, wie Musiklabels, Musikverlage und so weiter ihr Geschäft machen und auch Technologieunternehmen sich rund um Streaming positionieren. Es hat aber immer so eine Frage noch ausgelöst, ja, das hat ja aber mit Live nichts zu tun, das ist ja etwas, was in der Labelbranche passiert oder uns in dem Live-Bereich nicht so wirklich betrifft. Und das kann ich ganz klar widerlegen und sagen, dass das eben einen extrem starken Einfluss hat auf die Live-Branche und auch extrem stark noch auch verändern wird, weil da stehen wir wirklich ganz am Anfang, wie Live-Veranstaltungen organisiert werden. Ich hole ein bisschen aus, warum wird sich das oder wirkt sich das stark aus? Weil Daten auf einmal von jedem Hörer verfügbar sind und zwar eben in Echtzeit und ortsgenau, weil wir einfach festlegen können und feststellen können, wer ist eigentlich wirklich Musikfan von einem gewissen Künstler und wo befindet er sich, wann und wie oft hört er diese Musik, was zu Zeiten, als eine CD sozusagen das Medium der Wahl war oder noch früher einfach nicht möglich war. Und man hatte sozusagen Verkaufsstatistiken von Geschäften, vielleicht noch auf Städte runtergebrochen, die man ansehen konnte. Aber die Relevanz des Ganzen und vor allem, wenn dann ein Konzert auch mal 2, 3 Jahre später nach Album-Release stattfand, ist natürlich fraglich und auch sehr dünn und sehr schwammig. Und da ist eben jetzt eine ganz andere Analysemöglichkeit gegeben und somit auch eine Riesenchance für Veranstalter, das für sich zu nutzen. Grundsätzlich ist ja das Konzertveranstalten bekanntermaßen ein sehr risikoreiches Geschäft. Heute natürlich noch mehr denn je, aber auch in krisenfreien Zeiten ist Konzertveranstalten damit gekennzeichnet, dass man sehr geringe Margen verdient. Es ist sehr abhängig von persönlichem Netzwerk, was man sich aufbaut. Und es ist trotz allem ein sehr hohes Risiko. Hier unten mal so ein paar Katastrophenbeispiele. Jeder Veranstalter kennt das. Jeder Veranstalter hat sicher auch schon mal an etwas geglaubt und dann vor leeren Hallen gestanden oder vielleicht nicht ganz so extrem. Da gibt es auch genügend Interviews von Großveranstaltern, hier zum Beispiel aus Berlin, die dann das Berliner Olympiastadion gemietet haben und gemerkt haben, okay, das Konzert wird nur halb voll. Die gute Nachricht ist, dass dieses hohe Risiko im Konzertveranstalten so langsam verschwindet und dass eben der Trend, dass Daten verfügbar sind und dass eben mehr gestreamt wird, das bedingt. Und da gibt es ein ganz prominentes Beispiel von Spotify, die vor 2 Jahren bereits damit angefangen haben, ihre eigenen Veranstaltungen durchzuführen, in Kooperation, und Spotify hat da auch gar kein Interesse, so sehr das als Konzertveranstalter jetzt hier auch noch zu agieren, aber natürlich auch ein Interesse zu demonstrieren, wie stark sind diese Daten, die aus Spotify zum Beispiel kommen. Ist ja auch nur eine Quelle, aber Spotify hat in den USA und auch in Deutschland Konzerte veranstaltet und hat diese programmiert auf Basis von Streaming-Daten und hat einfach geschaut, okay, welche Künstler sind gerade
in den Städten, wo wir das machen, am meisten sozusagen, haben die das höchste Fan-Engagement. Und die buchen wir einfach und nicht die großen Namen, die vielleicht gerade Chart-Top-Platzierungen haben oder in anderen Regionen erfolgreicher sind, aber nicht dort, wo wir das Konzert veranstalten. Das Ergebnis war, dass sie ihre Konzerte in 3 Minuten ausverkauft haben, und das zeigt, denke ich, wie stark es eben ist, wenn man auf Daten hört und schaut, okay, welcher Künstler hat eben in welcher Region eine enge Beziehung zu seinem Fan. Grundsätzlich möchte ich noch anmerken, weil das beim Datenthema gerade in der Kulturbranche immer so eine Sache ist von der böse Feind oder so das, womit man sich eigentlich ja gar nicht auseinandersetzen will, weil es geht ja um Musik. Grundsätzlich möchte ich anmerken, dass Daten schon immer eine Rolle gespielt haben. Also in der Vergangenheit hat man sich dann eben, ich hatte es ja eigentlich schon erwähnt, Verkaufsstatistiken von CD-Verkäufen angeschaut, aber eben noch viel mehr Ticketverkäufe und Ticketverkaufsdaten. Es gibt Datenbankanbieter, die diese sammeln, die immer noch beim Veranstalter, bei der Veranstaltungshalle anrufen und fragen, okay, wie viele Tickets habt ihr gestern verkauft, und das dann irgendwo eintragen, und dann kann man sich das alles sozusagen angucken und schauen, okay, wie viele Tickets hat der Künstler verkauft. Das ist eigentlich auch so eine Kernfrage beim Programmgestalten und Buchen bis heute. Das heißt, das sind einfach andere Daten und Daten, die vielleicht ein bisschen ungenauer sind oder auch noch ein bisschen andere Aussagekraft haben, die in der Vergangenheit eben auch schon herangezogen wurden. Die Chance jetzt ist, dass eben Daten betrachtet werden können, wo man sich ganz klar anschauen kann, okay, wie engaged ist quasi der Künstler mit seinen Fans, wie hat sich das auch entwickelt, welche Trends geben sich da über, zum Beispiel die Zeit von 6 Monaten bis zum Konzert aus. Ist das sozusagen eher ein wachsendes Thema oder ist das ein fallendes Thema? Das kann man eben alles an Ticketverkäufen vom Vorjahr nicht erkennen. Und hier ist es eben ganz wichtig, sich genau anzuschauen, welche Echtzeitdaten verfügbar sind, weil das nämlich in der Planung letztlich hilft, auch wenn ich zum Beispiel einen Act habe, der im vergangenen oder 2 Jahre davor 10.000 Tickets verkauft hat in einer Stadt, dann aber seitdem nichts released hat und alle Fan- und Streaming-Statistiken zeigen, sein Engagement fällt um 50%, dann weiß ich sollte wahrscheinlich auch eine Halle oder eine Veranstaltungslocation suchen, die etwa nur 50% von dem fasst, was der Artist vor 2 Jahren gemacht hat. Andersrum natürlich, wenn ich sehe, okay, das ist konstant geblieben oder es geht weiter nach oben, kann ich eben auch anders planen und so meine Logistikkosten auch genau anpassen an das aktuelle Verhalten von einem Künstler. Die große Frage ist natürlich, wie komme ich da eigentlich ran? Und es gibt viele Unternehmen, die sich mit Datenanalyse und Datenforschung beschäftigen. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es für den Live-Bereich und besonders einfach aufbereitet eben so gar nicht einfach verfügbar ist, weshalb wir uns dessen angenommen haben und gesagt haben, okay, wir mit Gigmeet als Plattform wollen eben nicht nur eine Plattform sein, wo der Booking-Prozess oder das Booking-Management einfach abgebildet wird, sondern eben auch Artist Discovery, also wie, was bewegt sich um den Artist, wie kann ich eben darüber Artist auch entdecken, oder wenn ich dann den Artist gefunden habe, wie verhält sich eben dieser Artist eigentlich für mein Geschäft und was passt eigentlich dann auch dazu. Ich habe ein kleines Video mitgebracht, da muss ich nicht so viel selber erzählen. Ich hoffe, den Ton überträgst, wenn nicht, dann schreit einfach. So you want to book some bands, but not just any band. Someone who will draw a crowd. You want to discover new talent on the rise, and you know what you're doing, but you like to know which artist is trending right now. How about complementing your booking experience with meaningful data about the artist? Don't waste your time trying to access all this data, which is often spread across different platforms. Sign up to Gigmeet and choose from a database of over 100,000 bands and DJs. Filter based on genre, location, and fan data. Get all the insights on an artist, like social media and streaming data, as well as growth trends. See the full picture, including release information, tracks, videos, gigs, tech writer, and EPK, all in one place.
GigMet helps you find the right bands for your stage and to book them directly. And the best thing is, it's free. So spend less time booking and more time enjoying the show. Genau, das als kleiner Trailer vorab. Grundsätzlich, wo stehen wir gerade und woher kommen wir quasi? Was haben wir da so aufgebaut? Auf der GigMet-Plattform haben wir das Glück, auf eine Erfahrung zurückzugucken und ein Angebot zurückzugucken von über 70.000 Gigs, die wir für Künstler angeboten haben. Und wir haben auch das Glück, dass wir in den letzten Jahren gewachsen sind, zu einer Community von jetzt schon über 120.000 Nutzern, aufgeteilt eben auf 112.000 Künstler, 8.000 Veranstalter. Das wächst rasant, auch jetzt weiter. Und darauf sind wir natürlich einerseits besonders stolz, andererseits hilft uns das extrem, gerade jetzt sozusagen auch Analysen zu betreiben und reinzuschauen, was machen diese ganzen Artists und wie bewegen die sich eigentlich. Das Glück ist nicht nur auf der Community-Seite sozusagen bei uns vorhanden, sondern auch, dass wir das Ganze von Anfang an selber entwickelt haben. Also seit 2012, wie eingangs auch gesagt, haben wir an der Technologie gearbeitet und jetzt auch an der kompletten Datenanalyse-Technologie selber gearbeitet. Und somit können wir natürlich sehr schnell und sehr flexibel beeinflussen, wo soll die Reise auch noch hingehen, weil da sind wir natürlich eher noch am Anfang und haben noch viel vor uns. Was uns ganz wichtig war, ist nicht nur Datenanalyse zu zeigen, weil wir wissen, dass eben ein Veranstalterfeld jetzt mit rein, wenn ich einfach ein paar Nummern in der Excel-Tabelle rüberschicke, nicht so viel anfangen kann. Entsprechend haben wir gesagt, okay, wir haben natürlich ganz viel Research betrieben und geschaut, was ist Veranstaltern wichtig, auf welcher Basis wird eine Booking-Entscheidung auch getroffen und haben versucht, in unserer Artist-Page, die hier abgebildet ist, Daten, Fan-Daten und ganz viele andere auch Daten oder Faktoren in den Kontext zu bringen und das auch wieder in den Kontext zu bringen von einer visuellen Identität des Künstlers, weil natürlich auch visuelle Komponenten oder auch Musik des Künstlers für eine Buchungsentscheidung oder Programmentscheidung ebenso eine wichtige Rolle spielen wie Statistiken über Fans, aber eben auch andere Daten, wie zum Beispiel, wo der Künstler in der Vergangenheit gespielt hat, also in welchem Ökosystem oder Umfeld sich der Künstler bewegt oder auch welches Management oder Label für diesen Künstler arbeitet. Was jetzt neu ist und was sehr spannend ist, was wir seit ungefähr anderthalb Jahren betreiben, ist, dass sich Künstler diese Artist-Page, weil das ist sozusagen der zentrale Ort, wo sich alles widerspiegelt, diese Artist-Page über Connects mit Spotify, Facebook und YouTube erstellen können. Das heißt, diese Artist-Page wird nicht mehr, wie man das von aus alten Zeiten noch kennt, durch den einfachen Upload und Eintippen von Texten generiert und muss komplett selber gebaut werden, sondern wir ziehen uns entsprechend die Daten von den Anbietern und können damit einen Großteil der Artist-Page schon bereitstellen. Das ist eine große Erleichterung für den Künstler. Und in diesem Zuge, also oder um euch mal zu zeigen, wie schnell das geht, habe ich noch ein zweites kleines Video mitgebracht. Davor abgesagt, in diesem Video wird gezeigt, wie man sich als Künstler seine Artist-Page komplett erstellt und auch schon direkt beim Veranstalter vorstellt, also in dem Fall jetzt hier auf ein Festival bewirbt. So, ich spiele das mal ab. Dazu gesagt, es geht ziemlich schnell. Thank you.
So, genau, das zeigt nochmal, wie schnell das geht. Also man kann sozusagen, klar, jetzt leicht vereinfacht, aber hier das Video war eine Minute lang. Das heißt, man kann halt in extrem kurzer Zeit als Künstler sich mittlerweile eine Profilseite erstellen, die Datenverbindung herstellen und auch sich beim Veranstalter vorstellen. Ich wollte euch natürlich nochmal zeigen, jetzt nicht nur in Präsentationsform, wie das in echt aussieht. Deshalb habe ich hier ein Profil mitgebracht. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, dass wir mal auf die Profilseite schauen. Genau, wir haben jetzt hier die italienische Künstlerin Hahn. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und genau, sehen jetzt hier die Profilseite und wie gesagt auch einen sehr starken Fokus eben auf schon einen visuellen, ersten visuellen Eindruck. Wir haben hier entsprechend die Musik von Spotify gezogen. Wir haben auch schon weitere Informationen wie Rider, die jetzt eher für eine Live-Information wichtig sind. Gig-Daten, wo der Act gespielt hat in der Vergangenheit und in Zukunft. Videos des Künstlers, Releases, Management, Kontakt oder Verlag und Label und Pressetext. Und jetzt möchte ich natürlich eingehen auf die wichtigen Neuerungen, was Daten angeht. Und hier sehen wir jetzt erstmal grundsätzlich als Default-Einstellung Wachstum der letzten 28 Tage. Wir sehen jetzt erstmal die Hauptressourcen Spotify und Facebook, YouTube sind wir gerade übrigens daran, noch komplett für die Community zur Verfügung zu stellen. Da haben wir bisher nur, bekommen wir nur Daten von ausgewählten Künstlern. Und arbeiten daran, das gerade auch für alle Artists bereitzustellen. Genau, bei Spotify und Facebook sehen wir jetzt eben hier entsprechend, was Follower angeht und Fans angeht, die absolute Anzahl und einen Trend aus den letzten 28 Tagen. Was die wichtigsten Angaben waren, die auch bei uns aus dem Research kamen, die für den Veranstalter am entscheidungsrelevantesten sind, deshalb sozusagen erstmal so in der Übersicht angezeigt. Wenn ich jetzt aber auf Details gehe, sehe ich eben noch deutlich mehr, weil wir festgestellt haben, dass eben auch die noch weitere Angaben für den Veranstalter ganz wichtig sind, um eine Entscheidung zu treffen. Eben nicht nur Follower und Fans, sondern eben auch bei Facebook Seitenaufruf, Reichweite und quasi Reaktion, also die Interaktion mit den Fans, wie hat sich die eigentlich entwickelt. Und auf der anderen Seite bei Spotify eben auch die Monthly Listener und der Popularitätsindex. Noch spannender wird es aber, wenn wir weitergehen zu den location-basierten Daten, weil Veranstaltungen durchführen natürlich in der Regel einen lokalen Bezug hat und deshalb natürlich ein Künstler auch 10 Millionen Fans haben kann, aber wenn die nicht in der Stadt oder in dem Land sich befinden, in dem ich die Veranstaltung mache, bringt mir das natürlich recht wenig. Wir zeigen jetzt hier auf der Artist Page by Default erstmal die Stadt an, in der man selber ist. Also ich jetzt hier in dem Fall in Berlin. Dann kommt eben hier erstmal die Aussage, in Berlin hat der Künstler 25 Facebook-Fans, 3 gewachsen, keine Hörer. Und an der Stelle weiß ich schon, okay, wenn ich diesen Künstler in Berlin veranstalte, dann ist gut, anhand der globalen Daten hier oben, die Arena sowieso schon die falsche Wahl. Vielleicht würde ich hier sagen, okay, das könnte ein Thema sein für einen Club mit vielleicht 100, 200 Kapazität. Wenn ich das dann hier sehe, dann würde ich sagen, okay, 100, 200 Kapazität ist definitiv zu groß gegriffen. Das wäre wohl eher mal ein Eröffnungsakt für ein Konzert oder ein Künstler für ein zum Beispiel Newcomer Festival, wo es nicht darauf ankommt, welchen Fanbezug sozusagen der Künstler in der Stadt schon hat. Ich kann dann eben entsprechend noch hier nach weiteren Städten suchen. Ich kann auch schauen, ja, wo hat der Künstler denn jetzt eigentlich Fans am meisten und mir die Top-Städte anzeigen und sehe halt, okay, ist eine italienische Künstlerin und hier sieht man eben deutlich, okay, Fans und Hörer der Künstlerin sind eben entsprechend in den italienischen Städten, vor allem im Norden. Und da kann man dann auch sagen, okay, natürlich in Mailand oder in Rom kann ich schon entsprechend ein bisschen mutiger rangehen und ein bisschen
größere Konzerte machen, gerade weil ich auch sehe, dass die Künstlerin auch wächst, weiter stärker gehört wird, wohingegen ich eben in Berlin damit noch ein bisschen vorsichtig sein müsste. Genau, das mal sozusagen so der Live-Eindruck für euch. Ich gehe zurück in die Präsentation. Oh, jetzt muss ich hier nochmal eine Sekunde. Jo. Genau, ich hatte das hier nochmal als Backup mitgebracht, das haben wir uns schon angeschaut. Was ich unbedingt erwähnen möchte, ist, dass wir natürlich ganz am Anfang stehen von diesen Entwicklungen. Also wie man auch in den YouTube-Daten schon sieht, wir hatten das eingangs bereitstellen können. Wir hatten dann ein paar Systemfehler und das ist für die ganze Community erstmal kurz pausiert. Werden das natürlich wieder bereitstellen. Es ist alles in einem Beta-Zustand. Wir sind ganz am Anfang daran, diese Daten anzuzeigen und auch weiterzuentwickeln. Und es kann natürlich immer mal wieder zu Ausfällen oder Fehlern kommen. Und deshalb, auch wenn ich natürlich jeden, der das sieht, auch anregen möchte, das zu nutzen und zu testen, möchte ich genauso sagen, dass das natürlich immer noch ein früher Schritt ist von Datenanalyse und entsprechend so auch ja, als Beta sozusagen Stadium gesehen werden soll. Die Frage, die ich mich auf der Reichweite ist, kann ich jetzt eben diese Daten auch einsehen von allen Künstlern? Und da kann ich halt sagen, ja, wenn die Künstler auf Gigmeet sind und ihren Connect gemacht haben. Dazu ist uns bis heute noch nichts Besseres eingefallen. Wie gesagt, wir sind im Beta-Stadium, als dem Artist eine E-Mail zu schicken und zu bitten, sich quasi eben auch diesen Connect zu machen. Ihr habt gesehen, wie einfach das geht. Von daher ist es natürlich keine große Anforderung an den Künstler, die da gestellt ist. Aber das ist sozusagen nach wie vor der notwendige Schritt. Ohne die Connects können wir die Daten nicht anzeigen. So ein bisschen, wo bei uns die Reise hingeht, der erste Schritt, den wir gerade schon in auch experimenteller Form gestartet haben, ist das Thema Charts. Wir haben jetzt angefangen, da kann ich auch ein kurzes Video hier noch zu zeigen und ist auch hier verlinkt bei uns auf dem Blog oder man kann einfach auf blog.gigmeet.com gehen und sich dann durchklicken. Haben wir für im Rahmen eines anderen EU-Projekts, was wir machen, das heißt Ines, haben wir die Top-Künstler des Ines-Projekts mal analysiert und quasi auf Basis ihrer Wachstumszahlen Charts aufgebaut. Kann ich hier auch mal einen kleinen Ausschnitt euch zeigen, wer da so dabei ist und wie das Chart ist. Stichwort. Grundsätzlich, genau, Charts für uns natürlich ein Format, wo wir sagen können, wir können Künstler auch nochmal sozusagen hebeln und ein Stück weit an die Oberfläche bringen, die eine besonders gute Arbeit machen, was ihre Fan- und Hörerbeziehungen angeht, weil wir da einfach zeigen können, okay, das wächst bei euch, das funktioniert bei euch und damit sozusagen auch Veranstaltern die Möglichkeit geben, neue Künstler zu entdecken. Ein weiteres Feld, an dem wir gerade arbeiten, das ist bei uns, wird tatsächlich auch schon in den nächsten Wochen live gehen, ist das Thema Search. Wir haben natürlich die große Chance, da wir bereits ja jetzt eine sehr große Artist-Community haben, gewisse Parameter und gewisse Kriterien festzulegen. Und hier, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich kann natürlich dann auch nach Parametern suchen, wie zum Beispiel zeige mir eine Band eines bestimmten Genres, jetzt in dem Fall Metal,
mit einer gewissen Anzahl Listeners in einer bestimmten Stadt. Ich kann natürlich auch weitere Suchkriterien da noch mit einfügen. Und ich kann eben auch in Zukunft suchen nach, zeige mir Künstler, die am meisten gewachsen sind in meiner Stadt und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Suchkriterien, die an der Stelle es möglich machen, den ja, auf Basis von diesen Daten Künstler eben anzuzeigen, zu heben. Genau das, was viele Veranstalter regelmäßig erfragen, wissen wollen, wer ist gerade angesagt oder wer entspricht eben auch meiner Clubgröße. Das alles kann auf der Datenbasis gefunden werden. Wie gesagt, das ist gerade unsere aktuelle nächste Entwicklung. Im Anschluss dessen gehen wir weiter mit dem Bereich Empfehlungen. Im Empfehlungsbereich habe ich auch mal wieder so ein Beispiel mitgebracht, wo es eben vor allem auch um eine Möglichkeit geht, Artists zu monitoren. Da eben zum Beispiel, okay, informiere mich, also send mir zum Beispiel eine E-Mail, wenn ein Artist, den ich eh schon spannend finde und folge, oder generell ein Künstler, wieder, wenn man es bezieht auf ein Genre und eine Stadt, ein Rockkünstler zum Beispiel, Hip-Hop-Act über eine gewisse Anzahl an Listenern verfügt in einer gewissen Stadt. So kann ich halt Künstler auch beobachten, ohne jeden Tag auf ihren Spotify-Profilen oder Facebook-Seiten rumzusurfen. Dafür hat, denke ich, keiner Zeit. Und so kann eben die Maschine sozusagen im Hintergrund Datenanalyse betreiben und sobald eben die entsprechenden Ergebnisse erzielt sind, benachrichtigen und dann kann natürlich auch der Kontakt stattfinden und entsprechend Auftritt geplant werden. Genau, soweit zu meinem Input. Ich habe hier noch zwei Links mitgebracht. Grundsätzlich kann ich euch empfehlen, euch nochmal so ein Wrap-up von den aktuellen Informationen bei uns im Blog anzuschauen, also einfach blog.gigmit.com, dann findet man schon die entsprechenden Themen. Da bereiten wir in der Regel nochmal sehr detailliert auf, was wir da gerade machen. Da sind auch die Charts vorgestellt, von denen ich gesprochen hatte. Und da werden natürlich auch weitere Updates kommen, sobald wir weitere Schritte zu dem Thema live haben. Und natürlich, da möchte ich euch, sofern das nicht eh schon der Fall ist, alle gerne einladen, bei uns auf gigmit.com sich einmal kostenlos zu registrieren, ein Profil zu erstellen. Kann man sowohl als Music Professional oben rechts machen, also als Veranstalter, oder eben als Künstler, dann da direkt über den blauen Facebook-Button am besten. Und genau, sich quasi das Ganze auch live anschauen und sehen, wie es im System aussieht. Diese Artist-Page ist öffentlich verfügbar. Das heißt, man kann als Künstler auch diese Artist-Page nutzen, um sie Veranstaltern zu senden und ihnen sozusagen die Datenanalyse gleich mit an die Hand zu geben. Kann ich quasi nur empfehlen, das zu testen und entsprechend genau, sich da anzumelden und bin natürlich auch, oder unser ganzes Team ist auch bereit und freut sich auf Anregungen, Kritik, Fragen aller Art, die wir dann weiter per E-Mail austauschen können. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank. Und soweit erstmal von meinem Input und ich freue mich auf Fragen. Ja, danke Markus. Vielen Dank für diesen spannenden und informativen Einblick in die Welt eures Tools. Und natürlich auch in die Welt der Zahlen. Ich habe gedacht, ich wäre kurz rausgeflogen, deswegen kurz der Hänger, Entschuldigung. Genau, es sind einige Fragen reingekommen. Vielleicht die erste Frage zu eurem Geschäftsmodell, nämlich wie sieht das Geschäftsmodell von Gigmit aus, wer zahlt wofür? Weil du hast ja auch gerade gesagt, dass man erstmal alles kostenfrei nutzen kann bei euch. Genau, die Datenanalyse und das ganze Feld der Datenbereitstellung ist auch grundsätzlich komplett kostenfrei. Dafür haben wir uns entschieden, auch entgegen vieler Kritik, die ich teilweise von Softwareentwicklungskollegen
und Plattformen mir so anhören durfte, das einfach so freizustellen, weil wir natürlich wollen, dass das Thema weiter größer wird und weiter genutzt wird und Leute auch damit ja, rumspielen und das einfach mal ausprobieren und für sich auch ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Das ist uns an der Stelle zunächst wichtig. Wir haben da noch kein konkretes weiteres Geschäftsmodell zu entwickelt. Grundsätzlich ist Gigmit eher so ausgerichtet, wie man das kennt von einer Plattform wie LinkedIn. So ist auch unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir bieten eigentlich alles kostenfrei an. Man kann es kostenfrei auf der Plattform von beiden Seiten, auf Künstlerseite als auch auf Veranstalterseite bewegen. Wir nehmen auch keine Transaktionsgebühren oder Provisionen beim Abschluss eines Bookings. Dafür haben wir aber, bieten wir Künstlern die Möglichkeit mit Gigmit Pro, das ist eben ein sag ich mal, Premium-Modell für 19 Euro pro Monat auf einer 12-monatigen Vertragslaufzeit, sich mehr sozusagen Sichtbarkeit zu verschaffen auf der Plattform, also in Suchergebnissen höher gerankt zu werden und auch die Möglichkeit zu sehen, welche Veranstalter haben sich Bewerbungen von mir angeschaut, also mehr Insights zu bekommen. Und da geben wir einfach Künstlern die Möglichkeit, ihr Geschäft zu verbessern und verlangen dafür eine kleine Gebühr eines Bierkastens pro Monat. Für Veranstalter, wie gesagt, komplett kostenlos. Oder ansonsten, was auch LinkedIn betreibt, haben wir ein Werbegeschäftsmodell. Das heißt, wir sind werbefinanziert. Und wir haben sehr viele Partner, wie zum Beispiel Thomann, wie Yamaha, wie Sennheiser, Shure, die mit uns zusammenarbeiten und quasi ihre Produkte an unsere Community auch vorstellen oder mit uns gemeinsam Aktionen machen. Genau, das ist sozusagen der zweite Einkommensweg, den wir haben und weshalb wir auch den größten Teil kostenlos zur Verfügung stellen können. Okay, dann hätte ich noch eine generelle Frage zur Bereitschaft der Datennutzung. Also du hast ja gerade auch nochmal deutlich gemacht, was für sensible Daten man eigentlich zur Verfügung hat und damit eben auch zur Einsicht geben kann. Wie ist denn da aktuell die generelle Bereitschaft von den Musikschaffenden, die digitalen Daten, die sie zur Verfügung haben, zu nutzen beziehungsweise auch zur Einsicht zu geben? Habt ihr dafür Rückmeldungen bekommen? Also wir bekommen sehr wenig Kritik im Sinne von, dass jetzt Künstler sagen, ich möchte mich nicht bei euch registrieren, weil ich mich da mit Facebook connecten muss. Wir bieten mittlerweile auch eine Möglichkeit an, sich sozusagen ohne diese Connects bei uns zu registrieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir da einfach wenig Kritik. Der Hintergrund dessen, meiner Meinung nach, ist, dass ich als Künstler nichts zu verlieren habe, die entsprechenden Connects zu setzen, weil es mir natürlich hilft, eine realistische Einschätzung zu bekommen, wie bekannt bin ich in einer Stadt und was macht da auch Sinn, entsprechend zu spielen. Wir erleben halt viel zu oft, und das ist halt in der Vergangenheit natürlich auch gar nicht anders möglich gewesen, dass Konzerte so laufen, dass ich dann halt 5 Besucher oder 20 Besucher oder sowas im Club stehen habe und dass ich als Künstler, sowohl als Künstler als auch als Veranstalter eigentlich in eine prekäre wirtschaftliche Situation komme, weil als Künstler habe ich Kosten, um so ein Konzert zu spielen. Ich muss vermutlich einen Tontechniker noch mitbringen und bezahlen. Ich promote so ein Konzert. Als Veranstalter habe ich auch Kosten. Ich stelle den Laden zur Verfügung, habe entsprechend damit Kosten, promote das Konzert auch. Und dann kommen da 20 Leute oder noch weniger und dann ist es für alle wirtschaftlich ein totales Desaster. Und an der Stelle macht es dann doch mehr Sinn, auch wenn das natürlich, ich mir wünsche, dass viele Live-Konzerte stattfinden und für jeden Künstler auch viele Konzerte zustande kommen, aber an der Stelle macht es dann halt doch Sinn, das eher nicht zu machen. Und weil so erstmal der Künstler sich keinen guten Ruf macht bei dem Veranstalter, wahrscheinlich in der Zukunft von dem Veranstalter auch nicht wieder gebucht wird, weil die Fans kein besonderes Erlebnis haben, wenn sie in einem leeren Club stehen und sagen, oh, das war das beste Konzert meines Lebens. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Und dann ist es eben besser, vorher oder über andere Kanäle und mit gezielten
Investition als Künstler darauf hinzuarbeiten, dass ein Konzert auch wirklich Sinn macht und dass es auch entsprechend erfolgreich wird. Und das ist natürlich auch der Hinweis an der Stelle nochmal an alle Veranstalter, diese Daten sich eben auch genau anzuschauen, weil es eben dann doch die Möglichkeit gibt, seine eigenen Konzerte in Zukunft so zu planen, dass die Wirtschaftsfähigkeit auch von vor allem kleinen Spielstätten, von kleinen Clubs, kleinen Bars besser wird. Weil natürlich, wenn ich Konzerte so plane, dass tendenziell ich eine Auslastung von über 50 oder 75% habe in einem Club, dann ist natürlich auch meine Wirtschaftskraft als Club besser und ich bin auch in der Lage, auch unabhängig in Zukunft weiter ein vielfältiges Kulturprogramm anzubieten. Wohingegen, wenn ich natürlich 20 Konzerte in eine Folge mache, wo eben 10 Leute kommen, dann ist für mich auch schnell die Frage da, ja, kann ich hier überhaupt noch weitermachen oder muss ich jetzt den Laden schließen? Und da Konzerte veranstalten ja ein sehr risikoreiches Geschäft ist an der Stelle, denke ich, sehr wichtig, ein bisschen was von diesem Risiko Stück für Stück, und das können wir jetzt auch bieten, zu minimieren. Ja, hier kamen jetzt auch gerade noch 2 Fragen im Chat, nämlich wer GIG mit nutzen kann. Zum einen ist das auch für die Klassikszene und Jazz gedacht. Die Branchen sind ja häufiger langsamer und werden nicht immer mitgedacht, beziehungsweise gerade die Klassik hält ja oft an Älteren fest. Und dann noch eine 2. Frage, wie du die Angebote von GIG mit für Nichtmusikerinnen, Kabarettisten und Theatergruppen einschätzt. Also wir haben uns mit der 2. Frage zu Beginn spezialisiert auf Musik. Das heißt, alles, was live performant ist, aber nicht Musik, findet bei uns gerade nicht statt. Ich bin nicht abgeneigt, sozusagen das in Zukunft auch mit hinzuzufügen und anzubieten. Aber wir sind, möchte ich auch ganz ehrlich sagen, in unserem begrenzten Entwicklungsrahmen dazu absolut nicht in der Lage derzeit. Wenn wir hier das ganze Produkt ganz anders skalieren würden, dann wäre das sicher in Zukunft möglich. Zurzeit sehe ich das nicht und sehe es auch nicht in den nächsten 1-2 Jahren. Zur 1. Frage, wir sind grundsätzlich extrem genreoffen. Wir haben also genauso Klassik oder Jazz bei uns vertreten wie Rock, Pop oder Hip-Hop. Die Situation ist natürlich im Klassikbereich oder im Jazzbereich leicht anders, was gerade die Relevanz auch von Spotify und Facebook angeht für auf Besucherzahlen. Das muss man beobachten. Also hier sind wir tatsächlich auch natürlich interessiert, dass sich Musiker und auch Veranstalter anmelden. Im Jazzbereich haben wir auch mittlerweile sehr viele Festivals, die Gig mit nutzen und darüber Jazzkünstler scouten und sich anschauen. Im Klassikbereich noch ein bisschen weniger. Aber ja, wir sind hier auf jeden Fall interessiert, Feedback zu bekommen. Auch da natürlich, wie vielleicht Konzerterfahrungen sind, das heißt, wie viele Besucher tatsächlich bei Konzerten gekommen sind, und wir gucken uns dann mal die entsprechenden Social Media und Streaming Statistiken im Hintergrund an, um auch Erfahrungen sozusagen teilen zu können. Ich denke, das wird auch in Zukunft bei uns ein großer Baustein sein, dass wir einfach diese Brücke schlagen zwischen den Daten auf der einen Seite und Konzertbesuchern auf der anderen Seite. Das heißt, wirklich auch Beispiele immer wieder geben und Stück für Stück auch die Größe unserer Community nutzen, um sozusagen Benchmarking zu betreiben und Angaben zu machen, in welchem Genre bedeuten eigentlich, wie viel Streaming oder Facebook-Fanzahlen in einer Stadt dann übersetzt, wie viele Konzertbesucher. Und sicher kann man das nicht immer 100% akkurat und 1:1 machen, aber zumindest eine Orientierung geben, dass man halt sagt, okay, was haben wir eben aus 1000 Konzerten für eine Erfahrung gemacht? Und das ist natürlich dann auch eine wichtige Hilfestellung, sowohl für den Künstler als auch für den Veranstalter. Ja, das heißt aber auch nicht, dass Newcomer es dann automatisch schwerer haben als die erfolgreichen, etablierteren Künstler, die sowieso schon eine größere Fanbase haben? Man muss dazu sagen, dass bei GigMit die Community in der Regel aus, ich sage jetzt mal, 9 Talenten besteht. Das heißt, wir wenig große Acts vertreten. Das heißt, die Top 100 der Welt
bilden sich auf Gegner derzeit nicht ab. Das kann sich ändern. Ich hoffe da natürlich auch drauf, aber derzeit ist Gigmet eher ein Hebel und auch Sichtbarmacher von Newcomern und neuen Acts. Und das ist uns auch ganz wichtig, sozusagen da auch entsprechende Instrumente bereitzustellen. Das mal so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir grundsätzlich ja sehr stark wachsen, die Community sich weiter ausbaut auf beiden Seiten. Und ich die Theorie vertrete, dass sozusagen zu jedem Topf auch ein Deckel da ist. Das heißt, wenn ich als Veranstalter eine kleine Bar habe und Künstler suche, dann habe ich eben nicht, und das weiß ich auch schon, nicht das Ziel, dass ich da jetzt auf einer Gigmet-Plattform Pink suche oder Alicia Keys, sondern dass ich halt auf der Plattform eher Künstler suche, die genau in meiner Größenordnung, in meinem Level stattfinden. Und da wir ein sehr breites Spektrum von Veranstaltern haben, haben wir natürlich auch einen Bedarf an einem breiten Spektrum von Künstlern, die sowohl klein als auch etwas bekannter sind. Und beides wird gesucht und wir wollen einfach sozusagen den Topf zum Deckel bringen. Ja. Wie ist denn die Anbindung an andere Datenquellen? Also Rainer Klapp hat zum Beispiel gefragt, inwiefern ihr vielleicht auch an eine Zusammenarbeit mit Google Demand denkt oder eben auch mit größeren Ticketanbietern. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Genau, das ist geplant. Wir sind ja wirklich gerade in einer sehr frühen Phase und wir haben uns jetzt erstmal auf die drei Plattformen, also Spotify, Facebook und YouTube konzentriert, die auch in Research-Veranstaltern am allerwichtigsten waren für ihre Entscheidungen. Die nächsten Schritte sind natürlich weitere Datenquellen hinzuzufügen. Es gibt ja auch Plattformen, die sich mit Live-Konzerten stark beschäftigen, wie Bands in Town oder Songkick. Das sozusagen mal auf der einen Seite. Wir sind genauso im Gespräch mit Ticketing-Anbietern wie Eventbrite oder Ticketmaster oder Eventim, wo wir schauen, dass wir entsprechend natürlich auch weitere Daten bekommen. Und es gibt natürlich auch im Streaming-Bereich noch weitere Anbieter, die auch regional teilweise ganz andere Schwerpunkte haben. Allen voran natürlich Apple Music, gerade in den USA extrem wichtige Plattformen. Deezer mit einem großen Marktanteil in Frankreich. Und es gibt natürlich auch Streaming-Plattformen, die Auskunft geben über sozusagen Fanverhalten in speziellen Nischen, wie wir jetzt auch gerade schon über Jazz und Klassik gesprochen haben. Es gibt natürlich auch Streaming-Anbieter, die sich auf Jazz und Klassik fokussieren. Und auch diese Daten letztlich zu bekommen, ist super spannend. Also wir sind da wirklich am Anfang, wir haben großes Interesse, das weiter auszubauen. Es ist kein ganz triviales Thema. Also wir haben jetzt auch an den drei Plattformen, also Facebook, Spotify und YouTube, ein knappes Jahr gearbeitet. Das heißt, auch da wieder in Richtung Erwartungsmanagement geschaut, ist das jetzt kein Thema, wo wir morgen die nächsten 5 Plattformen launchen werden, die noch dazukommen. Aber es wird definitiv in den nächsten Jahren einen weiteren Ausbau geben von weiteren Quellen, die sozusagen auch mit einer Relevanz haben und mit angezeigt werden. Okay, also das heißt dann auch, dass ihr weitere Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok eventuell noch mit einbeziehen könnt. Genau. Okay. Ich gucke noch mal kurz, ob ich irgendeine Frage vergessen habe, die ich mir notiert habe. Genau, dann kam von Christian noch eine Frage rein, ob sich die Daten nicht auch für Förderungen nutzen lassen, da man ja bestimmte Kennzahlen vorweisen muss, um eine Förderung zu bekommen. Genau, das vielleicht noch. Also ich habe damit keine Erfahrung, in dieses, ich jetzt Kennzahlen dafür relevant sind, aber was ich sagen kann und was grundsätzlich auch eine Diskussion ist, die ich auch schon geführt habe mit größeren Branchen-Hubs und Branchen-Events, ist natürlich, okay, welche Entwicklung nehme ich als Künstler, welchen Effekt haben gewisse Dinge, also zum Beispiel auch eine Förderung auf mein Wachstum auf Plattformen, aber ja nicht nur auf den Streaming-Plattformen, sondern was wir genauso mit abbilden, ist, welche Gigs habe ich gespielt. Das heißt, habe ich zum Beispiel, wenn ich ein wichtiges zentrales Konzert gespielt habe oder eben eine Förderung bekommen habe, dann in der Folge auch einen deutlichen Wachstum in der Anzahl meiner Auftritte, die ich spiele. Also es gibt natürlich da verschiedene Daten,
die spannend sind, sich anzugucken. An der Stelle kann ich jetzt erstmal sagen, bin ich offen, mit jedem zu sprechen, der in dem Bereich unterwegs ist und Interesse hat, dass wir auch in der Form Auswertungsmöglichkeiten entwickeln können und bereitstellen können, auch in einer Kooperationsform in Zukunft, die wir damit nutzen können und die auch nutz- oder sinnvoll dann sind für entsprechend für Künstler. Wir haben aber jetzt so einen Fall explizit noch nicht gehabt oder auch noch nicht an uns herangetragen bekommen. Okay. Ich glaube, wir sind damit durch. Ich habe gerade auch noch mal gefragt, ob alle Fragen damit jetzt beantwortet sind. Genau, weitere Fragen und Anmerkungen könnt ihr natürlich auch noch im Nachhinein an Markus oder uns stellen. Die Aufzeichnung wird dann jetzt auch noch im Laufe der Woche auf YouTube gestellt, sodass ihr da eben auch noch in den Kommentaren Fragen hinterlassen könnt. Markus, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für diesen spannenden und wirklich sehr informativen Einblick in euer Tool und auch in die Welt der Daten. Und ich denke, dass auch alle Teilnehmenden hierbei sehr viel gelernt haben. Danke, dass auch ihr vor den Bildschirmen wieder eingeschaltet habt. Und genau, bevor wir uns verabschieden, noch ein kleiner Programmhinweis. Am 22. April haben wir dann den nächsten KM-Treff. In diesem wird Thomas Hammacher vom Bundesverband der freiberuflichen Kulturwissenschaftler alle Fragen rund um die Hilfspakete für Künstler und Künstlerinnen sowie Freischaffende beantworten. Und zur besseren Vorbereitung darauf sammeln wir gerade schon einmal Fragen. Also wenn ihr an diesem KM-Treff teilnehmen wollt oder euch im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen möchtet, dann schickt uns eure Fragen einfach an redaktion@kulturmanagement.net. Und wenn ihr Themenvorschläge für weitere KM-Treff-Ausgaben habt, dann könnt ihr diese natürlich auch jederzeit an uns schicken. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle weiterhin gesund bleibt und trotz allem jetzt ein paar schöne Feiertage haben könnt. Genau, und vielleicht sehen wir ja auch einige von euch in den folgenden Webinaren. Insofern, danke fürs Einschalten, bis bald und tschüss. Danke, ciao.